Eigentlich habe ich nicht so wirklich Bock. Was soll's? Dann kämpfen wir eben. Und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Evoli. Wir sind hier immer noch auf der Route nach Fuchsania City. Ich hoffe mal, das schaffen wir euch. Und wir kommen nach Fuchsania City. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, denn wir sind letztes Mal echt nicht so weit gekommen, wie ich gedacht hätte. Aber wir bräuchten echt mal wieder ein Poké-Ding für unsere Pokémon, denn Evoli kann nicht mehr so viel machen. Das ist ein bisschen schade. Aber naja. Ist ja noch ein bisschen Zeit, bis es nicht mehr angreifen kann. Evitag. Naja, nee. Ich bleib beim Elektroangriff. Irgendwie ist Elektro echt gut gegen Flug-Pokémon, beziehungsweise Vogel-Pokémon, ne? Weil er ist ja ein Vogelfänger hier. Genau. Wir brauchen echt ein Poké-Center, langsam wird's knapp. Weil, es sind ja auch schon 2000 Mal, ich wusste, dass ich verlieren würde. Und trotzdem hast du gegen mich gekämpft, Ehrenmann. Okay, wir müssen noch irgendwie da links hochkommen. Ich frag mich, wie wir da sind. Echt viele neue Pokémon. Ja, Shilok. Shilok atmet den Duft des Grases ein. Ja, Gönnung, gell? Ja, greifen wir auch gegen dich, Vogelfänger. Muss Evoli wieder alles machen. Hast du schon mal dies und dies gesehen? Oh, ja, ja. Mhm. Der Till. Wieder mal Evitag. Okay. Kriegen wir hin, Leute. Knisterladung. Oh, jetzt wird Knisterladung schon im roten Bereich sein. Aber naja. Ich denke mal, wir benutzen Evoli eh nicht mehr so oft. Bye bye, Evitag. Taubot. Hier auch einen. Der sieht so cool aus. Wow. Das erste Mal ein Taubot zu sehen. Schade. Yay, gut gemacht. Okay, dann greifen wir jetzt noch mit einer Sternschauer. Oder beziehungsweise die Attacke, wo man noch am öftesten einsetzen kann. Ja, Quellzone dann halt. Ist auch in Ordnung. Oh, Down Taubos. Aha. Wow, es bringt jetzt auch nichts mehr, wenn du gegen physische Attacken stärker bist, weil er ist jetzt eh down. Warum habe ich bloß verloren? Der andere hat es wenigstens eingesehen, dass er verliert. Ging jetzt zu dir. Oh, hier warten aber viele Trainer noch. Oh mein Gott. Dann gehen wir erstmal hier durch. Sehr viele Punker. Oh, den kann man nicht mal umgehen. Ich hab's probiert, weil ich werde zuerst neue Pokémon sammeln. Du kannst dir gerufen, lass uns nicht lange um den heißen Brei reden. Kämpfen wir. Okay. Ein Wul. Achso, so heißt der. Smogmog. Dann wechseln wir aber mal. Mal Evoli. Nee. Hier machen wir mal Bisaflor. Und mal schauen, was es so anrichten kann. Nice. Mega sauger. Schlammbad, okay, was macht das? Achso. Einfach nur Gift. Ist nicht so geil. Achso, ist nicht effektiv, okay. Dann wechsle ich gleich. Pass auf. Ich muss aber erstmal das Glurak heilen. Sonst haben wir Probleme. Ich will wieder diese Samen von so weit vorne. Ah, dieser Flo. Boah. Was ist mit mir? Ja, juckt mich nicht. Du bist eh so low.
gut. Evoli ist halt gut, ne? Aber hat halt keine Attacken mehr, obwohl es sogar voll ist. Okay, Glurak, bitte sehr effektiv. Schlammbad macht viel Damage und nicht vergiftet gut. Drachenwut? Nein, erst Glut und danach Drachenwut. Okay, nee, keine Drachenwut. Nur Glut. Vergiftet, ja. Egal. Oh lol, danke Evoli. Glurak, schau, wir sind schon so gewöhnt, Evoli immer danken. Okay, nice. Ich glaube, ich stelle jetzt Glurak an erste Stelle. Relaxo erreicht Level 39. Kreideschrei. Ja, okay. Gena macht Angreifer gähnt und das Ziel schläft in der nächsten Runde ein. Kopfnuss 70. Stößt einen Schrei aus und die Verteidigung. Nein, brauchen wir nicht. Du hast mich besiegt? Och Manu. Kommen wir jetzt schon zum Boss von denen. Also erst Team Glurak, Glurak, Glurak. Okay. Let's go. Kann man hier durch? Nein. Jetzt sind wieder alle Pokémon weg oder was? Vorher waren da noch ein Blutzug. Was gab's noch? Dann eine Ultrigaria, what the fuck? Jetzt sogar keinen Bock mehr oder was? Der Raufbold Pelle, das macht schon geil. Ich denke mal, Drache ist gut. Bei Boden und Luft muss der Drachen gut sein, oder? Nee, nicht so. Wow. Angriff, oder? Ja. Okay, dann mit Glut wieder. Ja, ist besser. Wow. Nochmal. Er pumpt und pumpt. Und bis er mal angreift, hab ich ihn schon. Ja, was soll er machen? Er ist jetzt eh down. Easy. Okay. Wenn das der Boss von den Punker war, war der nicht schwer. Echt nicht. Du Kleiner. Ja, ich höre, was bin ich? Ja, Knuffinder brauche ich echt nicht. Ein Nugget. Komm schon, Blutzug. Ja, dann fange ich halt mal eins. Vielleicht wird es dann besser danach. Gut. 1, 2, 3 und drinne. Gut. Hyperwelle ist mittlerweile so ungewohnt, dass man Hyperwelle benutzt. Okay, Glurak und Bisaflor sind wieder fast auf gleichem Stand. Beide werden Level 44, denke ich mal. Mann, ja, endlich. Aber da war noch eine Ultrigaria, das wollte ich eigentlich haben. Ich habe eigentlich komplett woanders hingeworfen. Ja, so habe ich geworfen. Guter Wurf. Und jetzt bleibst du drin. Ich weiß gar nicht, ob wir dich schon haben, Blutzug, aber trotzdem bleib einfach danke. Ich mag die Weiterentwicklung, also vom Aussehen, echt gern. Schade. Dieser Floor schon Level 44. Ja, Wachstum. Was macht denn die Attacke? Der Körper wächst, dadurch steigen Angriff und... Nope. Okay, Blutzug haben wir anscheinend schon gehabt. Schade. Oh, Evoli. Ja, da ist Omet. Oh mein Gott, ja, dann haben wir die Blutzugentwicklung schon abgeschlossen, wenn wir dich jetzt kriegen. Omot, ja, ist dasselbe. Wow,
Es hat sich sogar so nach links bewegt, weil ich ein bisschen nach links geworfen habe. Also das war jetzt perfekt. Ja, sag ich ja perfekt. Gut. Omod wurde gefangen. Und wir sind immer noch auf dieser einen Route, das finde ich so geil. Kriegst du auch eine neue Fähigkeit, Glurak? Nein, okay. Achso. Berührt man die staubartigen Schuppen auf seinen Flügeln, heften diese sich hartnäckig am Körper an und sondern darüber hinaus Gift ab. Okay. Oh mein Gott, was kriege ich denn hier für Pokémon? Richtig geil. Ein Chanaira, winzig. Das habe ich schon geworfen. Ein guter Wurf. Bitte, 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 bitte. Oh, schon, bleib drin, Chanaira. Ich dachte, es wäre kein Treffer, aber passt ja, ne? So, jetzt komm schon. Ja. Wenn man es beim zweiten Mal nicht schafft, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es ausbüchst. 1300 XP, was? Oh jo. Chanaira. Chanaira ist sehr warmherzig und freundlich. Es kümmert sich liebevoll um verletzte Lebewesen, indem es seine nahrhaften Eier mit ihnen teilt. Alles klar, Medizin ist ihre Eier, oder was? Und noch ein Ultrigaria. Gut, danach sind wir, glaube ich, hier endlich fertig in diesem kleinen Stück Gras. Wow, wir haben getroffen. Ich benutze gerade immer die linke Hand, weil mir die rechte ein bisschen wehtut, aber... Obwohl ich ja Rechtshändler bin, aber wir treffen irgendwie immer mit der linken. Vielleicht sollten wir das so weitermachen. Das ist so geil. Bitte bleib drin. Ich brauche dich. Nein. Hä? Jetzt habe ich wieder nicht verstanden. Gut. Komm schon, nicht flüchten, Ultrigaria, bitte. Ich habe jetzt die ganze Zeit auf dich gewartet. Hey. Ein guter Wurf, ja. Bleib bitte drin. Ich habe schon 5 Bälle oder so für dich. Bitte. Auch nicht dein Ball, okay. Hoch getroffen. Bitte, ich will nicht, dass du flüchtest. Und wenn, dann ist es. Oh, so schnell wie möglich geworfen, damit es nicht flüchtet. Bitte. Mann, man merkt es schon immer so. Ja, war so klar. Ja, jetzt kommt wieder ein Taubsi. Wow. Taubsi habe ich auf jeden Fall nötig. Mann. Porenta hat uns jetzt auch noch verarscht. Porenta und das waren gerade eben. Ey, das ist doch so unfair. Wow. Nur Fender, dich brauche ich nicht. Das ist mir ein schöner Wurf geworden. Fluffender ist halt auch einfach zu fangen, weil es irgendwie mein erstes Pokémon war, das ich überhaupt im Pokédex einfach hatte. Nee, echt nicht. Dann, wenn du nicht bei uns leben willst, dann tschüss. So, ja, es spawnt nochmal eins. Perfekt. Mal schauen, ob ich es jetzt kriege. Ey. Oh, einfach fabelhaft. Das war ja richtig close. Please. Ja. Oh mein Gott, wir haben endlich ein Ultrigaria. Porenta fehlt uns zwar immer noch, aber naja. Evoli erreicht Level 50. Evoli erlernt halt überhaupt keine neuen Attacken so. Wenn es hungrig ist, schnappt es willkürlich nach allem, was sich bewegt. Nachdem es seine Beute verschluckt hat, schaltet sie Säure aus. Alles klar, richtig. Richtige fleischfressende Pflanze, ne? Gut, dann laufen wir jetzt noch hier durch und kämpfen gegen euch. Wir flitzen hier oft durch die Landschaft, weil es wenig gibt, was uns im Weg rumgeht. Okay. Und da vorne war ja nochmal eine Astrainerin. Im Süden. Magma. Ah ja, Aqua. Achso, fuck, wir haben jetzt Glurak ausgerüstet.
Und der Dings ist tot, ne? Ja, nee, dann... Komm, Evoli können wir nochmal benutzen. Why not? Genug gekämpft, Lord. Du hast eigentlich nichts gemacht, aber okay. Muss wieder der Allrounder anschlagen. Gut, es gibt keine Verbrennung. Ah, jetzt gibt's einen Glubsauger, genau. So, hoffentlich First Try down. Ja, super. Yay. Okay. Du löst mich eiskalt Eisfight umstehen, was? Ich kann halt wieder nicht lesen. Ich frage mich, wie viele ich es bitte noch geben soll. Wir wissen im Pokémon-Kampf, cool, lass uns kämpfen. Gerne doch, wenn du es unbedingt willst. Also ich brauche den Kampf nicht unbedingt, aber du anscheinend. Sascha. Rihorn. Mann, da brauchen wir wieder Evoli. Ja, eben. Ich habe das Gefühl, wir haben immer genau das Gegenteil. Aber wenn die alle Wasser, was gut gegen Wasser ist, dann nehme ich jetzt mal meinen Beleber und gebe ihm Garados. So, jetzt bitte stirbt nicht. Ja, es ist effektiv. Ich hab's gewusst. Pokémon Garados. Garados, bitte nicht sterben. Weil dann stirbt dafür das Rihorn. Wenn du jetzt überlebst. Komon. Steinwurf. Ja, gut. So, ich denke mal, ich darf anfangen mit Angriff. Ich hoffe es einfach mal. Ja. Und hätte ich jetzt verkackt, aber naja. Sag ich ja, wenn du überlebst, dann geht das Rihorn down. Ja. Super. Gut, Glurak. Nur erwischt. Was habe ich dich erwischt, hä? Okay. Ah, es ist der letzte? Okay. Ging ja doch relativ. Na los, ich habe keine Geduld für den Trüdel. Lass uns endlich kämpfen. Du. Panka Keno. Außer er ist der krasseste, weil er zwei Pokémon hat. Ratika, da war ja Elektro wieder gut, ne? Kann ich jetzt aber leider nicht mehr benutzen. Oh. Keine Ahnung. In dieser Flora halt. Muss das regeln. Beide töten am besten. Deswegen mache ich jetzt wieder auf Safe-Basis Schlafpuder, Engelsamen und Dania. Passt das schon. So, bitte treff Schlafpuder und sei nicht paralysiert. Mann, natürlich verfehlt es wieder. Ich frage mich echt, welche Wahrscheinlichkeit es hat. Gefühlt so 30%, dass es trifft. Jawohl, Radikal ist eingeschlafen. Jetzt haben wir ja schön Zeit. Erstmal Engelsamen. Ich liebe Engelsamen, weil man einfach nichts machen muss und trotzdem immer ein bisschen HP kriegt. Ich denke mal, die Fähigkeit werde ich niemals ablehnen. So, wie effektiv ist es? Ja, so wie immer eigentlich. Also einfach effektiv, schätze ich. Ich habe jetzt die Tabelle nicht wieder da, weil ich habe mir gedacht, so brauchen wir es in einem normalen Fight? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, er schon wach ist. Willst du mich verarschen? Naja, dafür ist Radikal down und ich muss jetzt wieder nichts machen. Okay. Mal schauen, was jetzt als nächstes Pokémon kommt. Noch ein Radikal, ja, dann bleibe ich, bitte. Dankeschön. Aber jetzt muss ich nichts drücken, schaut. Oder? Knirscher, oh. Achso, ich hab gedacht, das macht viel mehr Damage, aber okay. Nice.
Okay. Ja, er hat sogar echt beide durchgestanden. Ah, ich pack das nicht. Mach bloß den Abflug. Ich finde es so geil, wenn die Charaktere so eine Träne haben. Also ich mag den Artstyle. Du bist von Pokémon Let's Go. Gegen dich haben wir Jupp. Okay. Als ob man sogar hier gegen sie kämpfen muss. Ja, lass dir Zeit. Die perfekte Gelegenheit, um mich mit dem Pokémon anzutreten, die ich eben im Tausch erhalten habe. Also noch untrainierte, oder was? Mann, ey, man. Und du bist eine Ast-Trainerin. Brigitte. Aquana. Wenn sie jetzt Aquana, Blitzer und Flamara hat, das wäre richtig cool. Oh. Erstmal wieder zu Dings wechseln, Bisaflor. Und jetzt wieder Blättertanz ein. Nee. Blitzer, da weiß ich gar nicht, was gut ist. Aber ist ja eh nur eine Spekulation. Oh mein Gott. Gut, dass wir gewechselt haben, weil Dings wäre so safe down. Gut, dann machen wir jetzt einen Blättertanz. Obwohl, oh, ich werde Megasauger, dann hätte ich HP gekriegt. Astrostrahl. Oh mein Gott, sehr effektiv. Oh, kann ich mich jetzt bitte heilen? Oh, das war so dumm, dass ich die Fähigkeit gemacht habe. Ja, ich bin tot. Mann. Was soll ich denn jetzt einsetzen? Ich habe nichts mehr. Evoli. Evoli hat so die besten Statuswerte, Mann. Naja. Quellzone, go. Das schaffst du wohl, oder? Ja. Aquana, ich down. Okay, und jetzt? Dodri. Ich glaube, das ist auch Wasser-Pokémon. Aber nein, sie hat nicht Blitzer, Aquana und Flamara. Oder? Das ist doch ein Wasser-Pokémon. Oh. Genau, ein Wasser-Pokémon auf jeden Fall. Ja, zwei Sternschauer einfach. Oh, das ist sogar echt gut. Sehr effektiv. Alles klar. Gut, jetzt können wir nur noch viermal Sternschauer machen. Aber ich denke mal, jetzt wechseln wir sowieso wieder Pokémon. Sandama. Nee, ich muss bei Evoli bleiben. Mann, aber wir können bald nicht mehr angreifen. Okay, Quellzone. Bitte sei effektiv. Ist in Ordnung. Nein, Erdbeben ist so eine Scheiße. Ich hasse diese Fähigkeit. Okay, aber die macht gar nicht mehr so viel Damage. Früher hat sie ja unser Pokémon einfach one-shotted. So, warum ist es jetzt nicht mehr? Ich verstehe diese Logik nicht. Als ob wir jetzt so OP sind. Aber die Gegner sind halt immer noch nicht gut. Im Gegensatz. Außer die Arena-Leiter. Also die Arena hat mich echt geflasht. Ich hatte noch nie solche Probleme in irgendeinem Pokémon-Spiel. Nicht gut genug. Danke für die Hyperbälle. Ich habe sie ja vorher schon verschwendet. Okay, jetzt gehen wir oben oder unten? Ah, hier gibt es einen Pokéball. Route 15. Oh, ich denke, wir kommen schon bald zu dieser Stadt, oder? Beutel. Karte. Oh, ja, wir sind gleich bei Fuxania City. Hey, vielleicht schaffen wir das sogar in dem heutigen Part. Ja, das ist super. Aber jetzt kommt erstmal. Ja. Jawohl. Route 15 again. Ja, man kann hier einfach alles skippen. Ja. Ja. Ach, egal. So, du bist mit mir. Und da geht's einfach direkt zur Stadt wahrscheinlich. Nee, okay, das ist noch eine lange Route. Möchtest du mit meinem Pokémon spielen? Hört sich ein bisschen komisch an, aber ja, gerne. Lina hat sogar zwei Pokémon. Tangela. Ist Tangela? Stimmt.
Ein Glurak. Ist, glaube ich. Ich habe mein Visa-Floor down ist. Ja, wow. Ich muss halt zu Evoli und danach mal meine Pokémon heilen. Ich habe eh genügend Sachen und in der neuen Stadt können wir es eh wieder auffüllen, weil wir haben wieder sehr viel Geld gekriegt und wir hatten ja 100.000. Ja. Ich glaube, auf Evoli kann man sich halt verlassen. Los, das ist keine Fähigkeiten mehr bei Katzen zum Angreifen. Oh, 4 Damage oder so. Das geht öfters. Gut, der zweite hat ja dreimal so viel Damage gemacht. Das mache ich. Oh, so eine Verschwendung. Ich hasse es. Naja, Tangela ist down. Übrigens habe ich eine Idee. Zeige ich euch gleich nach dem Fight. Golking. Wasser. Wir brauchen. Ich sollte mir Evoli down gehen lassen und wiederbeleben, weil. Also es ist ein bisschen blöd, aber dann hätte es wieder alle Fähigkeiten. Und doch Quellzone. Gut. Jetzt heile ich mal wieder Flora, oder? Nee, lohnt sich nicht mehr. Vielleicht muss ich sehr viel für meine Pokémon machen. So nötig. Die Pokémon, die sie immer so hoch heilen und dann sowieso sterben, bevor sie mich angegriffen haben. Aber ich meine, halt der Maul. Ich wollte sagen, ich meine, es ist ja nicht mein Problem. Ja. Jetzt kannst du mir noch schön Leben abziehen, aber nee. Golking will ich sterben, ohne mir Damage gemacht zu haben. Naja. War nicht sehr effektiv, juckt mich nicht. 1 HP. Wow. Mann, es ist irgendwie auch traurig. Okay. Dann weiß ich, was ich jetzt machen muss. Gut, welches Pokémon nehmen wir denn? Eigentlich müssten wir das Kadabra weiter leveln. Nein, wir nehmen Omid. Omid. Oder. Nee, Shanaira, komm. In dem Team hinzufügen. Statt. Ach, wir haben schon. Nein, da, Shilock. Genau. Und dann haben wir Shanaira noch aus dem Pokéball. Und jetzt müssen wir noch kurz heilen. Wie heilt das überhaupt? 120? Ja. Und da reicht ein Supertrank. Okay. Achso, ich muss noch Visaflor hochheilen. Wir müssen uns wieder Beleber kaufen und zwar jede Menge. Wow, hier gibt es halt echt nur einen Pokéball. Aber eine TM, deswegen lohnt sich's jetzt schon. Gut. Oh, Shanaira. Jetzt kämpfen wir erstmal gegen diese Poké-Trainerin. Alle Trainer, die du hier siehst, sind total stark. Woher ich das weiß, weil ich persönlich eine war, bin. Du wirst stärker werden, dann kämpf doch gegen mich. Die Vanessa, die fordert mich heraus, okay. Maschok. Okay. Glurak, so. Stimmt, Glurak war ja gut. Machen wir Glut.
Wow, jetzt ist es plötzlich nicht mehr so gut. Vorher war es doch so nice. Dann mache ich doch lieber einen Feuerwirbel. Okay. Durchbruch. Komm, finish. Finish him. Achso, mache ich jetzt auch. Glut. Finished this Machop. Irgendwie sind immer die ersten Pokémon so richtig schlecht von den Trainerkämpfern. Trainer irgendwas. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Trainer Coach. Ah, da Magma, okay. Wechseln. Garados. Ich sollte Relaxo echt mal aufwecken. Okay. Garados, go, go, go. Magma, wie unerwartet. Dann machen wir eine Kaskade. Feuerschlag bestimmt effektiv. Ah, nein. Jetzt ist er auch noch vergiftet. Auf der Bahn. What? So wenig Damage hat es gemacht. Ich habe ja gedacht, Magma wäre jetzt schon down. Aber lass mal, ne? Mann, was ist denn das? Komm schon, mach mehr Damage. Oh, jetzt mache ich ganz sicher nichts mehr. Ich mache jetzt Biss oder so. Ja, Raserei, denke ich mal, passt schon. Hoffe ich einfach mal. Wow. Ja, gut. Okay. Du. Relaxo erreicht Level 40. Ich habe das Gefühl, Relaxo pennt auch schon seit zwei Parts oder so und hat auch keinen Bock mehr aufzuwachen. In dir lodert großes Potenzial. Hier, nimm diese TM. Oh, wow, schon wieder eine TM. Ich denke mal, wir haben halt alle. Mit TM 31 können die Pokémon die Attacke Feuerschlag erlernen. Wenn du Glück hast, erleidet der Gegner Verbrennung. Ja, habe ich gerade gesehen. Hat mich abgefuckt. Schnippst du an den... Ja, ich weiß eh, was du machen willst. Du wirst an den Blumen schnüffeln. Gut, damit wir ja nichts vergessen, laufen wir jetzt nochmal hier unten rum. Ultrigaia verfolgt mich, alles klar. Hey, Früchtchen, Zeit für einen Kampf. Ich habe mir ein paar Pokémon von den Losern hier zusammengeklaut. Alles klar. Zusammengeklaut einfach. Der Money. Hier, der gute alte Rasta. Luak, passt schon. Hallo. Glut. Oh. Volltreffer. Oh mein Gott, wie geil. Das heißt, ist er down schon. Sein erstes Pokémon. Das ist Rassaf. Hatte ich auch noch nicht. Ich habe echt wenig Kampf-Pokémon, habe ich das Gefühl. Hauptsache, ich habe meinen Kick leer. Und Glurak 604. XP. Pankamani. Slimog. Okay. Slimog. Nee, passt schon. Ich glaube hier. Glut. Oh, ist nicht so gut. Naja, passt schon. Verteidigung. Wow. Damit du noch weniger Damage kriegst. Dann mach ich jetzt mal Drachenwut. Au. Okay. Feuerwirbel und du bist hoffentlich nach paar Parts down. Nach paar Attacken. Slimog. Oder? Nein, ist es denn ernst? Dann mache ich noch einen Schlitzer. Ja, gut, er ist tot. Ja, und damit sind deine geklauten Pokémon auch down. Ist auch unverdient. Echt, du solltest sie im Pokestop wieder abgeben. Ich pack's nicht. Wie gut ich bin. Tja, ich habe Verbindungen zu meinen Pokémon. Im Gegensatz zu dir.
Als ob man die hier alle umgehen kann. Okay, komisch. Ein Hypertrank, nice. Boah, sind hier viele Pokémon mittlerweile. Wenn du verlierst, lass mich deine Momenten überwachsen. Verstanden. Aber natürlich. Aber ich werde eh nicht verlieren. Die Frage ist eher, was passiert, wenn du verlierst? Mit deinem Arbok. Yo, Glurak. You can do it if you really want. Ups, das wollte ich gar nicht. Schnitzer ist auch scheiße bestimmt. Oh, doch nicht. Ja, jetzt bin ich wieder paralysiert. Schön. Ich habe aber kein Damage gemacht. Dann mache ich halt nur Schlitzer, aber ich habe nicht gedacht, dass das so krass ist. Aber bitte stirb nicht. Oh, nice. Oh mein Gott, und ein Volltreffer dazu noch. Geil. Okay, der Punker ist down. Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Kanu ist down. Und Tia damit auch. Für mich geht's beim Pokémon nicht ums Gewinnen, sondern Verlieren. Deswegen weinst du, weil es bei dir ums Verlieren geht. Route 15, Richtung Fuxania City. Oh Gott. Ja, Shanaira, fange ich mir. Shanaira gibt 1300 XP. Oh, das war fast ein einfach fabelhafter. Schade. Yay. Es hat nicht geklappt. Wieso? Ey. Okay, nice. Gefangen. Oh, ich hab schon so gehofft, dass es drin bleibt. Ja, gut. Kommt wieder, wie viel XP? 916. Shanaira Level 34. Evoli Level 51. Mal schauen, welches Level hat es das? Steht's. Keine Ahnung, ich finde es gerade nicht. Also ich sehe es nicht. Ich bin vielleicht zu dumm. Naja. Dich kann man nicht mal umgehen, okay. Wenn ich pfeife, kann ich Vogel-Pokémon herbeirufen. Selbst du setzt einen Omord, einen Ibitak ein. Und wenn du drei hast, noch einen. Ah, okay, nur einen Omord. Oder ein Dodri, ist auch. Ist mir eigentlich auch egal, was du einsetzt. Lurako. Ups, ich sollte eigentlich eine Drachenwut machen, aber naja. Oh. Oder ich mach gar nichts mit Gulurak, weil er down ist. Ich mach mal mit Shanaira, mal schauen, was rauskommt. Es ist ja auch Typ normal, ne? Hat eigentlich Shanaira eine Weiterentwicklung? Ich weiß es gerade gar nicht. Es macht Weichen. KP des Anwenders werden um 50% maximal auf. Oh mein Gott. Wenn er schrumpft und seine Fluchtwelt stark erhöht. Bodycheck. Sollte man flüchten kann beim Trainer. Jo, was sind das für. Was ist denn das für eine Fähigkeit? Die ist halt wieder wie Erdbeben. Da muss Evoli halt her. Geht leider nicht anders. Ach Manu. Knisterladung ist immer gut gegen Flügel. Ja, tja, du hast es bei mir bei zwei Pokémon gemacht, jetzt habe ich es bei dir auch gemacht. Dodri. Dodo Dodri, merke nur, ey. Nun. Hä,
Hätten wir stattdessen im Pfeifen gegeneinander antreten können, dann hätte ich gewonnen. Tja. Ich kann es halt echt nicht mal so gut auch in Real Life. Dann gehen wir hier mal wieder in ein weiteres Tor rein. Guten Tag, was hast du denn zu sagen? Bist du der Junge, der an Professor Eis' Pokédex arbeitet? Einer von seinen Assistenten war vorhin bei mir. Vielleicht ist er ja oben. Yay, wir kriegen was Neues. Nice. In Fuxania City gibt es so viele seltene Pokémon. Das ist einfach der Knaller. Leider ist es verboten, die Pokémon zu fangen in der Stadt. Ah, geil, darauf freue ich mich jetzt schon. Hallo Noni, erinnerst du dich an mich? Ich bin Professor Eis' Assistent. Er hat mir gesagt, ich soll dir ein tolles Item geben, das mindestens 50 Pokémon-Arten in deinem Pokédex registriert hast. Also, wie schaut's aus? Hast du 50? Ja, ich glaube, ich hab's, oder? Kann sein. Ja, ich hab's. Wirklich? Lass mal einen Blick in dein Pokédex werfen. Beeindruckend. Du hast bisher ganze 60 Pokémon-Arten gefangen. Glückwunsch, dann gebe ich dir jetzt das hier wie versprochen. Nanu, wo ist es denn? Unmöglich. Habe ich etwas verloren? Das tut mir leid. Was mache ich nur? Ich habe nichts, was ich dir geben könnte. Ach, ich hab's. Hui. Puh. Hier bitte. Oh mein Gott. Hauptsache, er sieht komplett anders aus. Mein geliebter Kittel. Pass gut auf ihn auf. Ja, Leute, das ist doch ein guter Abschluss für die Folge. Ja, ein neues Outfit. Professor Eis' Assistent gekriegt, der jetzt irgendwie komplett anders ausschaut. Oh mein Gott, das werden wir auf jeden Fall bis zur nächsten Folge anschauen. Und das Team Rocket Outfit ist dann endlich mal Geschichte. Naja, egal. Wie gesagt, das seid gespannt drauf. Fuxania City, nächste Folge. Und das neue Outfit. Bis dahin. Ciao.